Hallo, herzlich willkommen. Guten Morgen. Guten Tag, guten Abend, wann immer Sie diesen kleinen Beitrag, den ich heute dachte, unbedingt produzieren zu müssen, anklicken. Heute ist der Montag mal wieder, Montag, der 10. Oktober 2016. Ja, es ist einfach, es drängt mich. Wenn man so jeden Tag, wie ich in den letzten Wochen ja schon mal immer so angedeutet habe, auch den Wald entdeckt habe, dann kommt man dort, wenn man alleine mit seinen Gedanken ist, auf, ich will nicht sagen die verrücktesten Ideen, aber doch die Ideen so, das was schon mal war, zu hinterfragen. Wieso kommt da so wenig bei rum? Wieso ist das Ergebnis all der Bemühungen ja gar nicht zu messen? Und redet man dann gegen die Wand, in der Luft herum? Klar, wie muss man sich fühlen, wenn man 80 ist und hat noch mehr in der Welt vielleicht bewegen wollen, als ich jetzt hier mit meinen Videos? Also, das Gespräch vom letzten Montag mit dem Professor Heinrich Wohlmeier aus Österreich, es hat mir gefallen. Natürlich hat es mir nicht gefallen, dass wir alle 5 Minuten automatisch abfielen. Das brachte mich natürlich nicht aus der Fassung, aber doch eigentlich unwürdig eine solche Sache so durchzuziehen. Jetzt können wir eigentlich nicht gestört werden. Ich habe sogar das Telefon ausgestöpselt, damit wir jetzt hier möglichst ungestört ein bisschen was aufzeichnen können. Es ist jetzt 10:45, ich bin eine Dreiviertelstunde hinter meinem eigenen Plan. Warum? Das will ich auch gleich gerne erklären, weil wir es ja in diesem Lande mit so vielen großen Klugscheißern zu tun haben. Und deshalb, man mag mich für einen solchen halten, aber ich weiß, warum ich das tue, und die meisten wissen es eben nicht. Und deshalb bin ich zu diesem überheblichen, arroganten Kerl geworden, der sich die Freiheit nimmt, überall da reinzustechen, mit scharfer Zunge, mit der Stones-Zunge, die hier ja hoffentlich überall sichtbar ist, ne? Ja, das auch dann vorzutragen. Nicht? Wenn wir dann also schon hier beim Eiffelturm sind, letzte Woche war er zu eingebaut. Da oben machen die Stones mit der scharfen Zunge Reklame. Ja. Und das Beste, was man der Deutschen Telekom, egal welche Großunternehmen, egal welcher Regierung, wo auch immer, als freundlich gemeinten, ironischen Vergleich, aber auch Fußtritt in den Allerwertesten zum Aufwachen mitgeben kann, ist folgende kleiner Joke, den habe ich schon mal gebracht, schon oft gebracht. Das ist ein alter Deutsche Bank-Witz, also aus den Kreisen der Deutschen Bank war der geboren worden. Und das ist, worin besteht der Unterschied zwischen der Deutschen Telekom zum Beispiel, was nehmen wir noch, jede Firma, wie gesagt, beinahe, ja, wo Luftnummern drin sitzen, und dem Eiffelturm von Paris? Ja, da gibt es immer die Frage, ja, weiß nicht. Die einzig richtige Antwort ist, weil im Eiffelturm die größten Nieten unten eingebaut wurden. Wir hatten ja die Größe und die Gewichte in der letzten Woche schon mal erzählt, 324 Meter hoch mit der Antenne, 10.100 Tonnen schwer, das ganze Stahlgerüst, ne? Ja, ja, 127 Jahre alt. Ja, da sind manche Erfindungen gemacht worden in der damaligen Zeit, heute nicht. Heute springen da viele grüne Jungs und noch grünere Unternehmen oder was weiß ich, auf diese Spur und wollen dann gerne auch abgreifen und sind zu dumm, wenn man es in ihrem Sinne tut. Und da sind wir dann bei der immergrünen Ernährung. Ich habe mir mal was aufgehoben. Ich weiß nicht, ob Sie es erkennen. Ich habe da eine Folie drüber gemacht, denn normalerweise landet ja mein Abfall, das ist also das, was vorne aus dem Entsafter kommt,
kann man es erkennen. Ich halte es ein bisschen schräg, hoffentlich gibt es hier nicht die Sauerei. Und das ist das, was das Gerät, unser Champion User, auswirft, nach vorne. Das sind 3 Kilo, habe ich gewogen. Das ist 3 Kilo, wir nennen es mal Müll. Natürlich kann es als Humus noch große Früchte bringen, aber das ist für uns ja nun Müll. Was bleibt für uns? Für uns bleibt dieses hier, der Saft. Das ist jetzt nicht mehr der Frühstückssaft, sondern das ist schon unser Mittags-Vormittagssaft. Gemüse. Basis natürlich Karotte, wie immer. Aber dann das ganze Grünzeug, was zu haben ist. Salaten links und rechts, wie sie auch alle heißen, nicht? Endivien und dann haben wir Löwenzahn da drin und Spinat ist da drin und Kopfsalat und noch so ein anderer Salat war der Eisbergsalat, weiß ich, und ein bisschen Petersilie ist drin und Äpfel auch, die machen die Sache lieblich. Ich trinke erstmal auf unser aller Wohl. Ich sag gleich was, warum ich Ihnen diesen Haufen Müll gezeigt habe. Aus diesen 3 Kilo Müll, kommt noch ein bisschen mehr dazu, habe ja noch ein Beutelchen für meinen Böckle. Das ist ein Ziegenbock. Den habe ich entdeckt auf meinen großen Wanderungen. Der hat mich entdeckt durch Rufen, Antworten. Und nun bin ich ganz vernarrt in ihn. Er ist ein lieber Kerl. Und damit bringe ich immer von den Karotten vorne und hinten und so ein bisschen was ab. Also, es ist eigentlich noch viel mehr Obst und Gemüse, bestimmt noch 1,5 Kilo mehr, was jetzt schon in einem präparierten Beutel für diesen guten, fürs Böckle, wie ich es nenne. Olaf soll sein richtiger Name sein, also wer dem immer Olaf taufte. Und 4 kleine Zicklein, sodass diese ganze Gruppe so ein 5er-Pack ist, nicht? Ja, 5. Da hatte ich doch gestern Abend den Blackadder, den alten Mr. Bean, in seiner Englisch-Serie gesehen, dann sortiert der da so 4 Bohnen, 2 Bohnen plus 2 Bohnen. Und er hatte da jemanden bei sich sitzen, der sagte, wie viel sind denn das? Der konnte nicht 4 sagen, er hat gesagt, 3 und 1. Wie viel sind? Ja, eine Menge und so weiter. Es erinnerte mich doch sehr, sehr, sehr an die jüngst gemachten Erfahrungen deutscher Schüler. Okay, nicht gerade Gymnasium, aber Gesamtschulen, was da, das Schulsystem, Bildung. Aber wir waren bei der Bildung. Warum kommt so wenig Echo oder warum spüre ich nicht das Echo so sehr greifbar, wenn ich hier um mich schaue, Nachbarschaften sterben, nicht wie die Fliegen, aber doch in diesen letzten 3,5 Jahren, wie viele Leute da abgestorben sind. Ich wette, sie hätten zum Teil noch leben können. Oder würdiger abtreten, sagen wir es mal so. Und da sind welche dabei, die werden nachts, da werden die Angehörigen angerufen aus den Krankenhäusern. Der Mann hat sich wieder losgerissen. Wir machen immer Deckel auf unsere Gläser und Tassen, weil wir ja doch noch 4 Hunde haben. Und wenn die rumlaufen, da weht ja doch eine ganze Menge. Und wenn man schon ein Glas hat, dann kann man es ja auch fein abdecken, damit da nichts reinkommt. So was reinkommt. Dieser Haufen, sagen wir einfach mal Müll, ne? Der landet, wenn Sie sich einen sogenannten Smoothie machen, in Ihrem Organismus. Der muss verarbeitet werden. In 3-4 Stunden müssten diese Kilos und diese Menge Saft jetzt, diesen Saft, und ich habe noch meine Frau, die da habe ich so 2 kleine Gläschen Saft mitgegeben. Und dann hatten wir ja schon eine Kanne voll zum Frühstückssaft. Also es sind ja aus diesen 3-4 Kilo Obst und Gemüse sind ja ungefähr 3 Kilo dann wieder umgerechnet, grob über den Daumen, Saft, perfekter Saft geworden. Wenn Sie das jetzt aber in Ihrem Körper
Also als Karotte essen oder als den Salat auch essen. Das muss der Organismus verarbeiten. Da hat er 3-4 Stunden dran zu tun. Den Saft, da hat er nur 15 maximal Minuten, um in unseren Kreislauf zu gehen. Das, was wir nämlich wollten mit dem Superentsafter, der holt die Vitamine, Enzyme, das organische Wasser, das jetzt nur diese Farbe hat, aber das frische organische Wasser. Und das ist die Nahrung nicht nur für hier diesen Bereich, sondern vor allen Dingen für diesen Bereich, für unsere Zellen, ja, auch Hirnzellen. Es gibt nur diese eine Nahrung. Von was anderem kann der Körper nicht existieren. Frisches, organisches Wasser ist das Allerbeste, ja. Ich trinke nochmal. Weil man davon gar nicht genug haben kann. Und der Körper, der sagt Danke, wenn er nicht mehr möchte. Es gibt keine Mangelerscheinung. Und da braucht man keinen Arzt oder Apotheker zu fragen, die alle ohne Ahnung sind. Ne? Wenn sie sich nicht selber gesund ernähren. Also es gibt ja natürlich auch ein paar Kluge, die nur, sorry, nicht opportunistisch, sondern ja, ihrem Berufsstand treu sind und in der Apotheke, ja, muss ja alles verkauft werden. Also diese Smoothies, diese pseudogesunden, sich ernährenden, ich sag mal, Faulen, die nur zu faul sind, den Entsafter richtig zu bemühen. Nicht so eine Feuchtigkeitsschleuder, sondern die Kombination aus Hydraulik und Zentrifuge. Das ist ja das, was unseren Champion ausmacht. Ich mache Reklame für ein 50, 60 Jahre altes Gerät inzwischen, ja. Sensationell. Das muss man eben erleben. Ja. Wir hatten, am Samstag war hier ein Handwerker, der musste unsere Heizung, ich hoffe, sie springt jetzt nicht an, weil die Temperatur hoffentlich da ist, dass sie nicht laufen muss und uns den Ton noch wieder kaputt macht. Da war ein Handwerker da und als Dank und Begrüßungstrunk hatte ich ihm einen Drink von uns gegeben. Sagt er, ja, wir trinken auch gesunde Säfte. Sag ich, ja, hier, nehmen Sie doch mal. Oh, sagt er, das ist ja großartig. So was haben wir noch nie zu Hause zustande gebracht. Natürlich nicht. Ja? So, und all diese Leute, die da was aufnehmen und da wieder rauslassen und nichts zwischendrin filtern und sagen, was machen wir, was nehmen wir denn mit aus dem Gerede von diesen Schreiberling oder von anderen klugen Leuten. Was nehmen wir mit oder genießen wir nur, konsumieren wir nur und schmeißen weg? Wichtig ist doch, dass man auch was aus irgendeiner Sache mitnimmt. Mitnimmt für sich und ja, besser wird zum Beispiel. Wenn man ein Unternehmen wie die Telekom kritisiert, können die doch nicht, jetzt springt glaube ich die Heizung an, oder? Da muss ich lauter reden. Dann kann man doch nicht das kritisieren, dass der Kunde die Telekom kritisiert, man muss doch versuchen, dass man besser wird. Ich glaube, wir machen hier mal kurz eine Pause. Ich spiele den Song Stop the War ein, denn das ist der wichtigste Song überhaupt. Ob jetzt nur gespielt von meinem Sohn, das ist unwichtig, ist 20 Jahre alt. Der Song, die Botschaft, das ist das Wichtigste. Und weil ich sowieso unterbrechen möchte, mache ich hier die kurze kleine Pause. Vielleicht schaffen wir es dann wieder neu zu starten, wenn hier die Heizung von unten nicht zu hören ist, hier über den Kamin, nicht wahr? Also Stop the War, weil das das Wichtigste ist, was wir mitnehmen müssen und die Politiker vor allen Dingen. Break here. Okay.
Schnell weiter. Motor ist nicht zu hören. Aber vielleicht ist dieses Ding, das habe ich gerade rangeschafft, das ist der Entsafter, nicht? Wir hatten noch einen Originalkarton. Man sieht das schöne Ding. Da unten kommt das dann heraus, der beste Saft der Welt. Was steht da unter? Ach, mit dem Champion Bowl included. Ja, dieser Bowl, der ist prima. Ja, wir haben ihn mit unserem privaten Glas Bowl ergänzt. Aber das ist natürlich das richtige Gerät. Ein 11, so und so Kilo schweres Drum. So, und, hoppala. Ja. Wir haben ja mehrere davon. Einer steht in China. Heute Morgen habe ich mit jemandem telefoniert, die Person klang so ähnlich wie diese Stadtkurve-Show. Seit kommt sie aus China. Nein, 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 nein. Okay, ich war aus Leipzig. Wir waren dabei, dass sie diesen Müll durch ihren Körper transportieren müssen. Jeden Tag. Nun stellen Sie sich mal vor, 20, 30 Jahre. Glauben Sie, Sie haben sich gesund ernährt und trinken Smoothies zum Beispiel. Das nehmen Sie alles mit. Das sind die Faserstoffe, wo die Giftstoffe aus der Landwirtschaft mit drin sind. In unserem Saft aber nicht, weil dieser die Fasern aufbricht und wir nur das, was wir wollen, kriegen. Ich wollte gar nicht so sehr auf den Champion nur. Ich wollte nur sagen, da sind fast 400 Videos im Internet über Krankheiten. Okay, auf verschiedenen Portalen, die es heute schon gar nicht mehr gibt, weil das auch wieder so ein Luftnummerunternehmen war. Nicht? Diese Promedia-Videos und da, ja, myvideo.de. Super, das sind alles so Helden. Klasse, haben wir uns alles aus Amerika abgeguckt, wie diese Unternehmen funktionieren. Zu schön sind ja, wenn so gar keine, nicht? Wenn die denn so Loops haben in der Telefonzentrale. Alle unsere Mitarbeiter sind in Kundengesprächen, nicht? Alle unsere beiden, sage ich dann immer für mich selber. Nicht? Wenn die denn drankommen, zu Schulungszwecken zeichnen wir unser Gespräch auf. Wer ist denn geschult? Dumm wie Suppe alle miteinander. Ich habe kaum Hoffnung. Okay, bin ich in schwarz gekleidet, nur in grau. Um nicht ganz schwarz zu malen, nicht? Aber große Hoffnung kannst du nicht haben. Nein, 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 nein. Schulsystem, Bildung, uiuiui, hat mir doch letzten Montag so toll auch kurz angerissen. Schön, wenn man feststellt, dass man nicht alleine ist mit seiner Meinung, nicht? Und wenn ein Professor, weit gereist, weltgereist, einen das mehr als bestätigt, nicht? Das Wichtigste, dass diese Menschen in den von uns bezahlten Behörden irgendwann begreifen, sie müssen dienen, sonst sind sie draußen. Die Hälfte raus, er geht konform, hat er gesagt. Es ist nicht nur einer, es sind mehrere in der Woche. Als Reaktion auf diesen letzten Beitrag habe ich natürlich auch wieder Anfeindungen bekommen. Es gibt Leute, die schreiben, gib dir doch die Kugel, weil die denken, das nimmt mich so sehr mit, wenn ich mich so ereifere. Zum Glück nicht. Das glauben Sie bitte nicht. Ich werde mich doch nicht mehr für die Masse der Dummen womöglich noch mit einer Krankheit belegen. Nicht? Denn Ärger, Zorn bringt Krankheiten. Nein, 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 nein. Deshalb muss ich es ja rausschreien. Deshalb muss ich es ja rausschreiben. Wenn Sie sich belästigt fühlen, klicken Sie ja weg. Aber ich werde nicht krank. Also ich sage wenigstens, was gesund ist, wie man gesunden kann. Und ich beobachte nur. Ich sehe, dass hier Leute leiden, seit ewigen Zeiten, solange ich hier lebe, 3,5 Jahre nur. Schon viel zu lange natürlich, würden manche sagen, ich auch, ja. Aber die hätten längst gesunden können, die fallen alle nur dem System. Fürchterlich zur Last. Sofern haben die alle nie eingezahlt. Weil das System, um sie jetzt heute wieder auf die Beine zu bringen, beziehungsweise halbwegs auf den Beinen zu halten, so explosionsartig Kosten verursacht, dass wir ja die ganzen Polen, Weiber, sag ich dann einfach mal, nicht hier schon einfliegen haben lassen müssen, damit da der eine oder andere Haushalt überhaupt noch funktioniert. Da werden die auch noch krank zwischendurch, werden mit Notarztwagen auch ins Krankenhaus gefahren. Da darf denn noch nicht mal die dort betreute Person mitfahren, weil die Polen ja nun da. Ah, einer ist klüger als der andere. Wie sollen denn die Polen da hinten fast in Ohnmacht im Krankenhaus noch richtig aufgenommen werden? Ja, sensationell, was wir mitbekommen, weil meine Frau ja in dieser Richtung mehr als mit großem Herzen engagiert ist. Aber das kostet Nerven, auch wenn sie sagt, sie hat Nerven wie Drahtseile.
Und wenn du dich dann unterhältst mit Befreundeten, Nachbarn, wen auch immer, wie das Uhrwerk, das Telefon fällt hier täglich ab. Und gestern hatten wir wieder einen Fall, 17 Minuten liefer. Und dann kamen wir auf kritische Themen, dann komme ich auf die Telekom immer gerne. Ne? In dem Moment, wo ich was Kritisches über die Telekom sagte, fiel alles ab, war die Online-Verbindung weg. Dann haben wir über ein Handy uns kurz verständigt, nicht, dass er denkt, wir sind unhöflich. Na, sagt er, ich habe schon mitbekommen, blablabla, bei mir auch. Der sagt, wir werden abgehört. Ich bin sicher, sagt er, wir werden abgehört. In diesem Fall wahrscheinlich von der Telekom. Und wenn was Kritisches kommt, werden wir das, wird sofort gelöscht. Ich könnte mir eher vorstellen, es ist generell nicht was, was in diesem Lande so Staatssicherheit, nicht, nannte man das Stasi oder wie nennen wir das hier so, Verfassungsschutz, ah ja, Landesverfassungsschutz, nicht Bundesverfassungsschutz, ja, ja, sitzen jetzt in Berlin, das sind alles die Leute, die wir gar nicht brauchen. Wenn man gleich eine richtige, faire Politik für alle macht, ne, da brauchst du so viele Leute nicht. 2,5 Millionen mindestens raus von diesen Staatsdienern. Ne? Und die anderen müssen demütig dienen. Ich kann mich nur wiederholen. Tut mir leid, wenn dem einen das da auch dann rein und raus geht. Aber dann handel wenigstens. Dann tu du, lieber Klugscheißer, der mir empfiehlt, ich soll mir die Kugel geben, tu auch mal was. Ja, das sind alles so Anonyme dann. Die schreiben dann als anonym. Ich bin ja öffentlich. Und jeder, der sich mit mir einlässt, ist auch öffentlich. In dem Moment, nicht? Ja, ach, was habe ich denn hier? Ja, ja, Telekom, klar, Telekom. Ich war letzte Woche gut drauf, wollte gute Laune-Bär sein. Das muss man ja eigentlich erzählen, weil die Leute ja, Bildung ist ja auf einem Niveau, sie glauben alle, aber sie wissen noch nicht mal, was Satire ist. Sie wissen noch nicht mal, was Ironie ist. Ja, und dann beklagte ich, dass man, um mich zu verstehen, muss man natürlich mindestens Deutsch können. Nicht? Und manchmal ist es hinderlich, wenn dein Kopftuch vielleicht von links nach rechts über die Ohren gespannt ist, dann kann man noch nicht mal verstehen, akustisch verstehen. Das ist jetzt aber rechtsradikal geäußert. Sagt mir eine Null, ein Niemand auf der anderen Leitung, da sagt mir so etwas. Ja? Geben Sie mir Ihren Chef, geben Sie mir Ihren Vorgesetzten. Da war die Freude dann etwas weniger. Normalerweise legen ja dann die Mitarbeiter der Deutschen Telekom auf, nicht? Ist ja klar. Aus Kulanz wollen die mir schon wieder mehr Geld geben, damit ich nur gehe. Ich gehe aber nicht, weil die nämlich das Leitungsmonopol haben. Und das, die Leitung ist genauso schwach mit dem One-on-One oder O-Three oder was weiß ich. Die Leitung ist die gleiche. Ja, die Leitung ist das Problem in diesem Lande hier. Große Sprüche, nichts funktioniert. Das ist nur ein Fall, nicht? Das ist jetzt ja nur die Telekom, die Energieversorger. Ja, mit meiner Kündigung, ne, waren sie einverstanden, ne, fristlos. Haben die akzeptiert, stell dir vor, weil ich sie sonst nämlich von Kadi gebracht hätte. War das nicht schön? Jeder, der es wissen will, wie sowas geht, schreibt mich an. Es schreiben mich ja auch andere Leute an und sagen, das ist alles, was ich von mir gebe, ist nicht unbedingt unsere eigene Erfahrung aus dieser Dreckswelt, nicht? Aber da sind welche dabei, die erzählen mir dann auch ihre Erfahrung mit ihren Kindern. Die erzählen mir, was soll aus unseren Kindern werden, wenn die Schulbücher zu einem riesen Prozentsatz nur von Schwulen und Lesben geschrieben werden heute noch. Gehen Sie mal ich habe ja keine Unterlagen in dieser Richtung, aber gehen Sie mal in diese Schulbücher. Wird mir berichtet, dass da so deutsche Geschichten sind, alle nur von Weibern geschrieben. Und das sind alles, die beschreiben alle nur kaputte Verhältnisse. Also kaputte Familienverhältnisse. Kaputt nenne ich das, wenn Vater nicht da ist und Mutter nur mit dem einen Kindchen darum macht. Und wenn die dann Ärger haben miteinander, dann geht dieses 14-jährige Mädel, wie in dieser Geschichte, wie man mir erzählt hat, nach Berlin zu einer Freundin. Und die lernt dann dort einen älteren Mann kennen, ein 40-jähriges Mädel. Ich weiß nicht, was sie denn getan haben, sich gegenseitig nur vielleicht angeschaut. Nicht? Dann stirbt der Alte, ich weiß nicht, ob dabei oder danach. Da hätten wir dann ja wieder die Folge von Ross bei Frasier. Das war auch immer ihre größte Sorge, dass die alten Männer bei ihr vielleicht mal dabei versterben. Na, lassen wir das mal, nicht? Die Geschichte
So, 14-jährige Mädel wieder zurück zu der Freundin. Und dann zur Beerdigung. Und dann sollen die Kinder, 9. Klasse, glaube ich war's, sollten darüber berichten. Zusammenfassung. Das kommentieren. So. Ist Deutscharbeit. Super, oder? Positiv, nicht? Positiv. Also da ist ja noch meine graue Farbe hier, mehr als positiv. Was eine Welt beschrieben wird, die den Kindern als normal hingestellt wird, nicht? Dreckswelt ist normal, dass kein Vater und Mutter zusammen am Frühstückstisch sitzen. Das gibt's gar nicht. Man schiebt sich irgendeinen Scheiß Fastfood in die Fresse, oder? Im Stehen noch einen Kaffee aufgebrüht aus sonst was. Wunderbar. Und dann mit Energie in die Arbeitswelt ohne Ahnung, ja? Das sind dann nachher die Fehlerquellen, die überall sind. Die Krankzeiten, die überall sind. Da habe ich doch schon mal so von so einer Abgreifer-Schmarotzer-Familie, die geht jetzt schon wieder zur Kur, habe ich nicht prophezeit. Die ist jetzt schon wieder für ihre nächsten 14 Tage, die muss ja auch permanent das pflegen, ihr Krankdasein, nicht? Der Arbeitgeber, der ist gestraft mit der Person. Wahnsinn! Ja, also wir waren noch bei dem Bildungssystem. Was habe ich mir aufgeschrieben? Ja, nur kaputte Familienverhältnisse. Was habe ich denn nur empfehlen? Achso, ich habe mir hier notiert, man kann eigentlich nur jedem intelligenten Elternpaar empfehlen. Und wenn man sich so unterhält, es gibt auch viele, die waren früher mal im Ausland, sind dann wieder arbeitstechnisch hier gelandet, aber die wissen eins, die gehen sehr schnell wieder fort. Weiß nicht, Deutschland eine Auswanderer oder was gibst du so? Ne? Ach ja, was sagen wir denn gestern? Wir sehen keine Werbung. Man versucht schnell wegzukommen, aber manchmal ist ja dieser Ton, Mut, Ton, da brauchst du Mut, um zuzuhören. Ne? Aus Österreich, Werbung Billa, das ist ja Rewe-Tochter, nicht? So eine Junge, sie stellt sich vor als der Hausverstand oder Vorstand, ich weiß gar nicht. Also auch wahrscheinlich, da ja doch die meisten Frauen die Hosen zu Hause anhaben. Also der Hausverstand, nicht? Sie war bei dem Genderwahn irgendwo, wollte sie das positiv als die, was hat sie, ich habe mal Auge. Ich glaube, die Haushaltsvorstand oder die Hausverstand, weiß ich. Aber sie kam daher, was doch alles weiblich ist, nicht? So die, dies und dies und dies und dies. Ja, da kann ich nur sagen, die Dummheit ist weiblich, ne? Die Dämlichkeit ist weiblich, ne? Die Büchsen sind weiblich, nicht? Die dummen Hühner sind weiblich, die dummen Kühe sind weiblich. Und die Doofen von Billa, die so eine Werbung machen, die sind besonders dämlich. Ja, dämlich kommt von Damen, weiblich, nicht? Nur mal zur Billa-Werbung in Österreich, nicht? Aus Österreich, ja, kriege ich doch von meinem ehemaligen Redakteur, sag ich mal, den habe ich längst entlassen und mit netten Worten gesagt, Rudi, bitte nicht mehr diesen Müll. Es gibt ja Leute, die verwechseln Fleiß, Arbeit, ich hoffe, in eine Richtung, die so ein bisschen aufwecken, aufklären, so wie Gesundheit oder wie so ein bisschen manchmal so Allgemeinpolitik, nicht, den Horizont weitend, der kommt mit. Österreich braunem Sumpf verdrehter Kacke auf Deutsch gesagt, nicht? Was habe ich gemacht? Schon seit ewigen Tagen jetzt schon wieder mal angelaufen, diese Aktion der österreichischen Landespolizei, Bundespolizei, das weitergeleitet, weil es in dem Fall Österreich betraf. Da habe ich keinen Kumpel angeschmiert oder angeschwärzt, sondern der ist ja nur ein dummer Verehrter. Weiterreicher, der denkt ja, der ist fleißig, wenn er denn so 20, 30 Leute, ja, aber dann ist da mein Name bei diesen 20, 30 Verirrten, Verwirrten, ja. Man kann ja mir vieles unterstellen, aber in diese Richtung, wie die Doofe von der Telekom, ich bin weder rechts noch links, ich hasse alle Extremen in dieser Richtung. Geradeaus ist der Weg, geradeaus, immer deutlich, immer direkt, immer sagen, um was es geht, ne? So, der kommt ja doch jetzt auch. Mit der Deutschland GmbH, also die Doofen greifen auch jetzt auf die, hier sicher auch ein breites Feld Doofe und wollen da auch, aber ich wollte das auch dem deutschen Justizsystem weiterleiten. Da lande ich, weil ich bei der Internetrecherche als erstes schon wieder so eine Bundesagentur oder wie sich das Ding da nannte, Justizagentur in Bonn, 1000 Mitarbeiter, stand schon drin. Ruf an,
Da war schon dieser erste kleine Staatsdienerin, die sich wichtig machte. Nein, dafür sind wir nicht zuständig. Sag, haben Sie eine Idee, wer zuständig sein kann? Na, ich sage, ja, aber Sie müssen doch im Justizapparat wissen, an wen ich mich wenden sollte, um diese Volksverhetzung und das, was da zum Inhalt ist, was der Herr Maas auf seiner Homepage groß verkündet, wer dann welche Abteilung. Nö, kann, weiß ich nicht. Ach, das wissen Sie nicht. Ja, ne, war da. Ja, also bumm, aufgelegt, die Dame. Die Dame hat aufgelegt, weil ich ihr vorwarf, ja, wenn Sie das nicht wissen, wofür sitzen Sie denn da? Dann rief ich das Bundesjustizministerium in Berlin an. Da war wieder so eine mit Berliner Fresse dran, ja. Ich sollte doch das Formblatt ausfüllen und dann anhängen, was das ist. Da habe ich zu ihr gesagt, erstmal muss ich wissen, ob es in welche Hände das kommt, damit es nicht in falsche Hände kommt. Nee, das geht so nicht, das müssen Sie schon so befolgen. Jo, das war die nächste. Und dann hatte ich gesagt, adieu, ihr Doofen in diesem Doofland, dann lassen wir das eben in Österreich. Und da gibt es sogar eine Zentralstelle in Wien und die leitet dann solche Dinge eben weiter. Das kleine Österreich macht uns vieles vor, macht uns vieles nach, aber was Höflichkeit dem Staatsdiener, dem Staatsbürger als Staatsdiener angeht, da kann sich aber zum Beispiel hier dieses Doofland eine ganze Menge abschneiden. Aber hier sind sie alle arrogant, sie wissen alle so viel besser, sie sind alle so klug, sie sind alle so wichtig. Ja, wundervoll. Ja, ja, klar. Jeder möchte gerne. Jeder möchte gern. Ja, was habe ich mir noch notiert? Das hatten wir letztes Mal besprochen. Letztes Jahr auch, natürlich nicht. Ja, ich wollte unbedingt nochmal auf das Gespräch mit dem Professor Wohlmeier kommen. Ich meine, es ist ja eine Schande, dass man einen 80-jährigen Mann in dieser Form quält. Das war ja eigentlich nicht auszuhalten, diese dauernden Unterbrechungen. Aber es zeigt ja auch, dass wir uns nicht irritieren lassen, nicht irritieren ließen oder irritieren lassen dürfen. Nicht abhalten von der Idee, nicht der Weg ist das Ziel, nicht? Der lange Weg. Aber was kommt rum, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen fordern? Und er das ja auch als unabdingbar, wie er sagt, mit seinen Zahlen waren wir ja nicht ganz richtig mit Europa, wenn wir, heute haben wir Europa sind mit 550 Millionen oder was weiß ich, ein paar rauf oder runter, das sind ja heute schon nur noch vielleicht 8 oder 10%, noch nicht mal der Weltbevölkerung. Also er meinte 25%, das ist ja falsch, wir haben ja 7,3 Milliarden auf der Welt, nicht? Also 25% wären da ja eine ganz andere Zahl, 2,4 oder was sind wir denn da, ne? Wenn wir es richtig rechnen, ne? Nein, so viel haben wir ja nicht, weit nicht, lieber. Zahlen ist so ein Thema. Ich will ihn gar nicht kritisieren, weil wir da ja so locker nur drüber sprachen. Auch vor dem Hintergrund könnte man natürlich dann umgekehrt gesagt haben, ja, dann sind ja alle Flüchtlinge, egal aus welchen Motiven, aus den doof genannten, von verschiedenen Verirrten, als Geschleuste, bewusst lancierte Wirtschaftskriminelle, in Anführungsstrichen Flüchtlinge und so weiter. Irrsinn, oh Freude, wer geht schon freiwillig mit Kind und Kegel aus der Welt? Ja, die haben alle 2500 Euro bekommen und ein iPhone. Schreibt dir dann diese braune Brut da unten, nicht wahr? Egal, wer geht schon freiwillig? Wenn 1 Million dann hier wären, fällt das auf in Europa, nicht? Ist doch der Wahnsinn, nicht? Wenn eine Gaststätte mit 80 Leuten gefüllt ist, einer steht in der Tür, den sieht man doch dann gar nicht mehr. Wenn 80 Millionen in Deutschland sind und 1 Million kommt noch dazu, den sieht man doch gar nicht. Man muss doch nur intelligente Lösungen finden, wie diese Leute einzubauen sind. Aber das ist eben sehr schwierig, ne? Wenn sich mit braunem Sumpf und rechten Parolen und sonstigen Kram Stimmen gegen Strömungen bilden, dann hat die Politik, die es gut meint, noch nicht mal mehr eine Chance. Ne? Dann gibt es zur rechten Zeit, könnte man da fast wieder sagen, wer weiß, wer dahinter steckt, den einen oder anderen verirrt, der zufällig dann Syrer ist, mit ein paar hundert Gramm Sprengstoff. Ach du je, ja. Da weiß man gar nicht, was man sagen soll. Ne? Bedingungsloses Grundeinkommen in allen Ländern, dort überall, von der Weltbank kontrolliert.
Das war der Punkt, wo wir waren, wo der Professor Wohlmeier meinte, ja, es müssen die lokalen Währungen ja trotzdem bleiben, um auf, ab und so weiter zu werten. Brauchen wir doch gar nicht, wenn die Weltbank in diesem Moment das Steuerinstrument, du bist dort in der Region 300 Euro wert, Welttaler natürlich, Entschuldigung, aktuell 300 Euro wäre es dann umgerechnet in meinem Verständnis. Wir 1000, in Amerika, was weiß ich, auch 1000, in der Schweiz sind es 1100, egal wo in der Welt. Kontrolliert genau dieser Taler nach heutigem Stand, und dann ist ein Strich drunter. Das ist ja nichts weiter als sein Maßanzug, wie er sagte, auf die Währung ist der Maßanzug eines jeden Landes, nicht? Also den Maßanzug, den bestimmt die Weltbank mit den Fachleuten, dass der Betrag, den die Leute brauchen, dort auszuzahlen ist und dort jeden Monat gezahlt wird. Dann bleiben die Leute auch dort in diesen Ländern und dann kann man trotzdem von dort in alle Welt Handel machen und in die Richtung Handel machen. Brauchst keine Wirtschaftskriege geben, wenn wir nur den Welttaler haben. Keine Börsen in diesem Fall mit diesen Spielen und Spekulationen. Das ist das ganze Geheimnis. Das ist meine Revolution. Die ist gar nicht intensiv genug, auch wegen der Unterbrechung und wegen einer solchen Scheidung kommst du ja in diese heiße Phase einer Diskussion dann gar nicht. Deshalb muss ich heute nochmal sagen, es muss mehr dabei rauskommen als nur ein Beitrag, der im Netz ist und irgendwann am Ende des Monats auf dem Portal so viel mal angeklickt ist. Und was mich überrascht, dass auf YouTube, wo ich die Dailymotion immer favorisiere, auf YouTube fast doppelt so viel oder am Ende dann immer doppelt so viel Leute dort klicken, obwohl die beste Playlist-Aufteilung bei Dailymotion steht. Ich verstehe es nicht, aber okay, ich verstehe das Zählen auch sowieso nicht. Ich meine, gezählt wird überall, ich weiß es nicht, so wie sie es gerne möchten. Es zahlt sowieso keiner was, ne? Okay, also nicht nur von den Guckern, da soll keiner gucken, aber die zahlen auch nichts, ne? Also im Grunde ist es ja wurscht, wo geklickt wird. Nur die sauberste Klickerei, bilde ich mir ein, läuft im Moment noch bei Dailymotion. Nur wenn man so andere Wettbewerbe, da ist hier so ein, nicht Schönheitskönige, Schützenkönigin, da machen die schon 4, 6 Wochen so eine Zeitung hier in dieser Region mit rum und belästigen natürlich die Fans eigentlich, die Fans dieser Schützengilde, was auch immer, und aus dem Herzen klickt man an, dann musst du bestätigen und so weiter. Aber das Ergebnis wird nicht bekannt gegeben. Das ist geheim. Das ist schlimmer geheim als eine Hochrechnung bei der Bundestagswahl oder sonst was. Ich weiß nicht. Man darf da mitmachen als guter Nachbar und Freund der Familie. Aber was es alles gibt, heute, was sich die Jungen in Anführungsstrichen Klugen, nicht die Klugen, alle ausgedacht haben. Nur eine richtige Basis fürs Leben ist das ja alles nicht. Ja, ja, unser Saft, das wäre es. Gesundheitsreform, parallel Arbeitsplätze in 100.000-facher Form. In Deutschland 100.000 mindestens. In ganz Europa, in jedem großen Land 100.000. Im Gesundheitssystem, also in den Behörden, sich selbst tragende Health Points. Alles angeboten, damals war diese Verteidigungsministerin. Die siebenfache Mutter, die doch wissen müsste, wie es geht. Die war so blöde in Verbindung, damals war sie im Wirtschaftsministerium, in Verbindung mit den Weisen da aus Nürnberg, weil sie zu kniepig waren mir für die Idee, auch nur ein paar Cent zu geben, nicht? Obwohl sie vor dem jeden anderen Klugscheißer über tolle Studien und sonst was Hunderttausende in den Rachen schmeißen. Ja, wenn jemand eine Idee hat, na, wir haben bessere Ideen. Ja, sieht man ja. Auf dem Papier, ne, haben wir bessere Ideen. Ich kann nur sagen, gucken Sie alle in den Spiegel, Sie sind alle zu fett, Sie sind alle krank, Sie ernähren sich falsch und wenn Sie nur den Forderungen oder den Ideen und Empfehlungen des Dr. Norman Walker, Entschuldigung, durch mich nun in die Welt getragen als Lautsprecher, nur ein wenig annehmen würden und parallel dazu das Weglassen von Müllfraß betreiben würden. Vielleicht sollten wir ganz scharf formulieren, sämtliche Nahrungs- und pharmazeutische Industriebetriebe
auf die Anklagebank in Den Haag bringen. Denn die sind die Verursacher für unsere Kosten im Krankheitssystem. Dass die alle blöd sind am Ende. Ich zum Glück noch nicht. Ich kann es doch beobachten. Ich kann auch beurteilen, weil dieser oder jene, weil er so und so viel Pillen am Tag verordnet bekommt. Und die Frau meint es dann gut, ach, er ist schon wieder nervös. Dann kriegt er Pillen alle zwei Tage, wird er wieder mit dem Notarztwagen wieder ins Krankenhaus gefahren, weil die zu dämlich war, die Medikation entsprechend einzuhalten, dass der aber inzwischen längst over the bridge ist, over the edge, weiß der Teufel. Was wir hier alles mitkriegen. Gesundheit pur? Nee, Irrenhaus pur, Doofland. Ja, irgendwann kann man nur sagen, Doofland AD. Nur wo ist die Insel, ja? Wo ist die Insel? Wir sind auf der Suche. In diesem Sinne sage ich jetzt mal, stopp, denn da geht schon wieder die Höllenmaschine unserer Heizung an. Alles gesagt, ich wollte aufrütteln und sagen, sich mal vielleicht etwas tiefer um die eine oder andere These kümmern, die so rausgehauen wird oder wurde. Es ist nicht alles schlecht auf den 579 Videos. Da ist eine Menge Gescheites drin. Und ich kenne eine Menge Menschen, die es sehr nötig hätten, sich um die Dinge und um die Fakten zu kümmern. In diesem Sinne alles Gute. Ja, bis zum nächsten Mal. Bye.